Hallo zusammen, mein Name ist René Schmid. Ich bin Implementierungsmanager beim Follow for E-Ticket Service und ich werde oft gefragt, was kostet es eigentlich, Motix umzusetzen? Was passiert bei Motix? Bei Motix werden das Smartphone des Nutzers und eine eindeutige ID miteinander verknüpft. Diese ID wiederum finden wir auch im Ticket wieder, gemeinsam mit einem dynamischen Element, hier ein Zeitstempel. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass bei der Kontrolle sowohl der Zeitstempel als auch die ID des Smartphones und die ID im Ticket übereinstimmen. Und so kann der Fahrgast auch nur mit diesem Ticket reisen. Dies bedeutet, dass an dem bestehenden System Änderungen fällig werden. Welche das genau sind? Zum einen muss natürlich die App angepasst werden, um die neue Form des Barcodes zu unterstützen. Zum anderen müssen die Hinderungssysteme angepasst werden, sowohl auf Ausgabeseite als auch bei der Kontrolle. Zu guter Letzt muss unser Motix Backend angebunden werden, um Zertifikate ausstellen zu können. Das waren jetzt Investitionen, die bei Ihren Herstellern anfallen. Aber was kostet jetzt genau die Sicherheit? Unser Ziel war es, dass die Sicherheit nicht mehr kostet als bisher bei den Chipkarten. Bisher zahlen Sie 44 Cent für ein Jahr und so zahlen Sie nun für eine Laufzeit von 3 Monaten 11 Cent, was eben genau diesen 44 Cent pro Jahr entspricht. Wichtig dabei ist, diese Kosten fallen an pro aktivem Nutzer. Aber was ist genau ein aktiver Nutzer? Der Fahrgast, der Ihre App nur herunterlädt, ist für uns kein aktiver Nutzer. Nutzt er die App, um sich eine Auskunft zu holen, um sich eine Route herauszusuchen für seine Reise, ist er auch dann noch nicht aktiv. Legt der Fahrgast dann ein Kundenkonto an, ist er auch dann noch nicht aktiv für uns. Erst dann, wenn er über die App das erste Ticket erwirbt. Erst dann brauchen wir ein Zertifikat und erst dann laufen die 3 Monate. Sie sehen, die Investitionen sind überschaubar, aber der Nutzen riesig. Weitere Informationen finden Sie dazu auf unserer Webseite.